Am Wochenende vom 6. 7. März kommt es in Rheinach zu einer spannenden und emotionalen Abstimmung um den Quartierplan Buchhain im Gebiet hinter Lindengrabenweg. Es geht um die Frage, wie die Fläche am Waldrand soll überbaut werden. Die Meinungen gehen, wie immer in solchen Themen, auseinander. Birsstadt TV Rheinach hat sich bei Befürworter und Gegner von diesem Quartierplan herumgelost. Wieso haben die Gegner das Referendum ergriffen? Aus zwei Hauptgründen. Das eine ist, dass wir schon mal über so ein Projekt abgestimmt haben, wegen der Verdichtung. Dort ist es nicht nur um ein Hochhaus gegangen, sondern um die Verdichtung als solches. Und jetzt kommt das Gleiche wieder. Das ist 7 Jahre her. Und damals waren 73% der Bevölkerung dagegen gewesen, mit hoher Stimmbeteiligung. Jetzt kommt es wieder. Und das Zweite ist, dass verdichtete Bauen an dieser sensiblen Lage am äußersten Siedlungsrand in einer geologischen und hydrologischen Risikozone, fernab vom ÖV, neben einem Naturschutzgebiet und neben einem Nacherholungsgebiet nicht sinnvoll ist. Warum soll man Ja sagen zu diesem Quartierplan? Ja, die Geschichte vom Buchloch oder eben Buchhain, wie es jetzt im neuesten Projekt heisst, ist so lang, dass es wahrscheinlich irgendwo einmal zu einem Ende sollte kommen. Seit 1950 ist das Bauland. Es waren verschiedene Versuche, dort etwas zu machen. Es hat auch eine Auszonung gegeben, die dann aber abgelehnt wurde, weil die Kosten dort zu gross waren für die Enteignung. Und im 2014 ist ja das Projekt mit einem 12-geschossigen Hochhaus abgelehnt worden. Und im Nachgang hat man jetzt wieder eine neue Vorlage mit einer neuen Bauherrschaft ausgearbeitet. Und wir sind überzeugt, dass jetzt das Projekt in Anbetracht von der Lage am Siedlungsrand, von der Topografie von dem Gelände, aber auch vom Umgang mit dem Wald und dem Gewässer eigentlich eine maßgeschneiderte Lösung darstellt. Und auf der anderen Seite gleich, unser Ziel, das wir haben, dass man halt in der heutigen Zeit haushälterisch umgehen muss, mit dem Boden auch erfüllen. Was soll dort konkret entstehen? Jetzt hat man 5 ovale Bauten, die mit dem Holzvorbau eigentlich sehr gut in die Umgebung hineinpassen. Und man hat dort halt gleich einfach die Nutzung von 0,6 zulassen, weil in der unmittelbaren Nachbarschaft ist 0,5 und die Quartierplanungen sind so formell vorgeschrieben im Zonenreglement, dass eben der Bauherrschaft eine gewisse zusätzliche Nutzung überkommt, wenn er gewisse Anforderungen erfüllt. Und die erfüllen vor allem auch mit dem Beitrag zum Naturschutz. Die Gegner erwähnen ein Wassergebiet mit Gefahren. Dann haben wir hier noch eine geologisch-hydrologische Störzone, ein Überschwemmungs- und vor allem Hangwassergebiet und ein Rutschgebiet. Wir sitzen hier auf einer mächtigen Lehmschicht. Das gibt eine über 100 Meter lange Tiefgarage, die wie ein Riegel hier in diesem Hang eingebaut wird. Was hier noch mit dem Hangwasser passiert, es wird trainiert. Aber wie sich das verändert in den Hangwasserabflüssen, auch für Quartiere ringsum, wie sich das nachher aufs Rutschverhalten vor allem auswirkt, das weiss niemand. Zum Thema Tiefgarage sagt der Gemeindepräsident: Es ist klar, dass sie die geologischen Gutachten haben müssen machen, aber eigentlich das wird erst geprüft im Zusammenhang mit dem Baubewilligungsverfahren. Wir sind nicht im Baubewilligungsverfahren, es geht hier um einen Quartierplan und im Baugesuch werden sie selbstverständlich die Nachweise müssen bringen. Und die Stellhalle, da sind wir froh, dass die Parkplätze alle unterirdisch, bis auf ganz wenige unterirdisch angesiedelt werden und durch das eigentlich auch weniger versiegelt muss werden. Das Referendumskomitee befürchtet eine riesige Baustelle. Man muss dort unglaublich mehr Material verwenden, damit die Tiefgarage nicht verreist unter den Spannungen von diesen grossen Blöcken. Es ist energetisch viel aufwendiger, man muss Erdanker setzen und das in unbekannter Anzahl, aber riesiger Anzahl. Und das ist graue Energie, die zusätzlich verbraucht wird. Und nachher redet man von einem ökologisch sinnvollen Projekt. Das geht nicht auf. Das sind so grosse Eingriffe. Das sind zigtausende von Kubikmetern, schon nur Aushubmaterial. Das wird nicht ohne Folgen für die Umgebung sein. Vor allem auch für den Nach- und den Naturraum ringsum. Weil diese Emissionen, Erschütterungen, Lärm über Jahre, die Auswirkungen werden die Wildtiere verscheuchen. Nachhaltig. Und ob denn die nachher zurückkommen und noch etwas finden, wo sie hier in der Umgebung noch einen Lebensraum haben, wissen die Götter.
Und die Gegner wollen einfach, dass dort nicht gebaut wird und dass es grün bleibt? Natürlich wäre das ganz viel am liebsten. Aber das ist nicht, steht nicht zur Diskussion. Das war auch nie die Forderung. Das ist Siedlungsgebiet, das ist Bauland. Aber die Frage ist, wie gebaut wird. Das ist eine Ecke, wo man schonungsvoller bauen kann. Das ist die grosse Frage, wie massiv verdichtet das gebaut wird. Bei einem Nein ist klar, dass es Bauland bleibt. Und das Zonenreglement hat ja dort bei diesem Areal die Möglichkeit, dass auch das vereinfachte Quartierplanverfahren angewendet werden kann. Das ist eigentlich fast wie ein ordentliches Baubewilligungsverfahren für eine Wohnzone 2a. Eins ist heute schon klar. Überbaut wird das Gebiet auf jeden Fall. Die Frage ist wie. Das letzte Wort haben die Rheinacher Stimmbürgerinnen und Stimmbürger Anfang März an der Urne. Der City Club Rheinach ruft zur Solidarität mit dem Rheinacher Gewerbe auf. In Rheinach gibt es eine Vielzahl von leistungsstarken Betrieben, also Angebot quasi vor der Haustüre. In der aktuellen Zeit, wo die Mobilität eingeschränkt ist, sollen vermehrt Unternehmen vor Ort zum Zug kommen und der City Club Rheinach bittet darum, die Rheinacher Bevölkerung noch mehr Rheinacher Angebot auszuprobieren und sich zum Beispiel eine Offerte von einem Rheinacher Betrieb zu machen, wenn es um eine Reparatur geht. In diesem Zusammenhang ist eine gross angelegte Kampagne mit gelben Plakat und Inserat lanciert worden und auf der Webseite von KMU Rheinach und von der Gemeinde finden sich alle Rheinacher Firmen auch nach Stichwort. Der City Club Rheinach ist 2018 gegründet worden und besteht aus Leuten aus Gewerbe, Kultur, Politik und Verwaltung. Ziel ist eine bessere Vernetzung der Zentrumsakteure und eine Entwicklung des Ortskerns als Begegnungsort.